ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! We are in the presence of talented players today, Bob. This blizzard is harsh, Chuck. We're gonna see flying players and crazy missed passes. If you believe the rumors, that team has spent all their extra time on the training field. They're up for this. I'm thirsty. Are you, Bob? Sure am, Jim. The Bloodweiser babes are out. Which reminds me, just how refreshing Bloodweiser, a new Bloodweiser bite. All the taste of Bloodweiser without the toxic aftertaste of death can be. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. The Lizardmen have deigned to leave their temple city to play this game. Ja, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Nordpol Chaos Squad gegen X-Menschen. Ich glaube, das erste Mal gegen X-Menschen. Und letztes Mal ist mir das Spieler am Ende abgestürzt. Der Lesrak hatte, glaube ich, einen Aufstieg, wenn mich das richtig in Erinnerung habe. Und er hat Klaue gekriegt, glaube ich. Moment, wo haben wir ihn? Das ist der Frank. Das ist der Samur. Da vorne ist er mit Klaue. Ich glaube, den ziehe ich mal ein bisschen zurück in den Elorilas. So. Und wir haben Blizzard. Das heißt, hier oben schnelle Pässe, kurze Pässe sind nur möglich. Und bei 1 und 2 geht man zu Boden bei einem Go for it. Wir bestätigen das Ganze hier mal. Ich möchte noch kurz was sagen zu einem Comment, den ich gekriegt habe. Zu einer Einladung. Mich jemand gefragt, ob ich nicht gerne in einer Online-Liga hier Blood Bowl mitmachen möchte. Generell schon. Mein großes Problem ist, was ich gerade gut finde, indem ich hier gegen die KI spiele, ist, dass ich spielen kann, wann immer ich möchte. Und meine Spielzeiten sind relativ ungewöhnlich, auch die Aufnahmezeiten. Und vertragen sich eigentlich wenig mit normalen Spielzeiten von Leuten. Ich sollte vielleicht einmal kurz hier die Einstellung nochmal wieder ändern auf Touchdowns. Und den Sound von den Kommentatoren etwas runterdrehen. So. Heißt, also ich würde ganz gerne schon mitspielen, aber das Problem ist wirklich, ich habe schlicht keine Zeit dafür. Ich habe dieses Secret World Projekt am Laufen mit einer festen Gruppe, in der ich da durch diese MMORPG-Welt durchläufe. Das braucht sehr, sehr viel Zeit. Dann meine Rollenspiele auf dem anderen Kanal und gleichzeitig auch noch Tabletop. Da bleibt nicht viel Zeit über und schon gar nicht in der Liga, wo man ja darauf angewiesen ist, dass die anderen Leute halt auch spielen. Und dann muss man sich irgendwie mit den anderen Leuten noch einigen, wann wer Zeit hat und so. Und selbst bei einem Spiel die Woche, was ja so irgendwie ziemlich nichts ist eigentlich, werde ich da Probleme kriegen. Und das ist schade, aber es ist halt so. Und ich habe schlicht keine Zeit dafür. Das muss man einfach mal so sehen. Ja. Also falls ihr euch fragt, warum ich hier nicht gegen Humans spiele, vielleicht mache ich das irgendwie so ein, ich glaube, das kann man hier ja auch machen, so ein Zufallsmatch. Oder mal ein Match gegen Leute, gegen Kumpels von mir. Der Chosen Pariah hat mich mal, oder Almost Home heißt, glaube ich, jetzt sein YouTube-Kanal, hat mich mal gefragt, oder auch der Beru. Und vielleicht mache ich das mal. Momentan eher nicht, weil ich nehme auf, wenn ich gerade irgendwie Bock und Zeit zwischendurch habe. Und das würde ich ganz gerne auch so lassen.
So, ein 1er Block. Hoffen wir mal, dass er hinhaut. Natürlich brauchen wir direkt schon einen Wiederholungswurf hier. Und wir schieben den Typen mal direkt aus dem Spielfeld raus. Okay. Ja, Echsenmenschen klein und wuselig, nichts für Beru. Und gleichzeitig aber auch stark und robust. Da kann der Lesrak hier mit seiner Klaue bestimmt irgendwas ausrichten. Deswegen stelle ich ihn auch direkt mal hier in Prügelreichweite. Und schauen wir mal hier. Das ist ein Go for it, das ist risky. Ah, noch geht's, er ist gewandt, okay. Okay, jetzt habe ich wenigstens die beiden Skinks hier in den Tentakeln drin. So, hier können wir noch einmal blocken. Der hat Abwehren. Geht zu Boden und ist direkt mal gelähmt. Das freut mich doch mal. Und wir gehen hier und Backfield und schauen mal mit Plastiklöffel, wer hier so vorbeikommt. Der Key gegen Echsenmenschen ist eigentlich, die Skinks wegzuhauen. Dies ist meistens gar nicht so einfach, wie es klingt. Die haben meistens Block und Dodge. Und sind gar nicht so einfach wegzukriegen. Ihr seht auch hier, die sind auch die einzigen, die halbwegs mit dem Ball umgehen können. Agility 3 gegen hier Agility 1 von den ganzen Saurus-Kriegern. Das Echsenmenschen-Team hier hat noch gar keinen Big Guy. Das ist gar nicht so schlecht für uns. So, aber jetzt kriegt erstmal der Bloodscorpion einen auf den Sack. Ist so ein bisschen wie ein Ork-Team. Oh, Beru ist K.O. Ork-Team mit vielen Schwarz-Orks. Und vielen Gobbos. Hier hinten können wir es eigentlich mal angucken. Hier haben wir ja auch einen Agility 4 Skink. Die sind extrem nervig. Das besonders nervige an den Skinks und Bewegung 10 Skink ist auch ziemlich krass. Dass die halt durch die Tackle-Zone durchlaufen ohne Abzüge. Das ist schon, das kann richtig krass sein. So, Lesrak mit seiner Klaue. Der hat leider auch Block, das heißt wir holen das mal. Und schieben den mal hier hin. Und hoffen, dass die Klaue es bringt. Leider nicht. Auch Block. So. So, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier irgendwie drankommen. Und auch vor allen Dingen auch den Bloodscorpion hier mal befreien. Der Koali macht hier mal einen Blitz. Gegen den Saurus. Und jawohl, verletzt. Der erste Saurus-Krieger schon weg. Da wird er hoffentlich den Apotheker nehmen. Ah, nein, er hat den Apotheker nicht genommen. Hat er überhaupt einen? Ja, er hat einen. Okay. Okay, er will nicht aufstehen. Hier einen hin. Ja, ein bisschen zumachen muss man hier schon. So. Alles mit Tackle. Der Mischka hat ja auch Tackle, das heißt, hier können wir auch nochmal einen hinstellen. So, und dann beenden wir den Zug und gucken mal. Also ich glaube, mit Agility 4 und Bewegung 10 ging wir hier schon lange und waren durchgelaufen. Zumindest jetzt versucht. 9 Wiederholungswürfel, das ist mal wieder hier Computer. 8 ist schon viel. Da hast du jeden Zug einen. Aber 9, wofür soll man die brauchen? Ne? Also. Unnütz. Ja, das meinte ich hier kleinwüchsig. Einfach durch die Tackle-Zone ohne Abzüge durchgelaufen. Können Gobbos ja auch bei den Orks. Mit Agility 1 gedodged. Alles klar.
Erste, was wir machen, wir versuchen mal mit dem Blood Scorpion aufzustehen. Das schafft er auch. So. Okay. Dann gehen wir hier dran. Und hauen mit dem Samur mal den um. Hier hin. Und bleiben stehen. Dann werden wir mit dem Lesrak den hier hauen. Das ist leider nur ein Einser. Schieben wir den weg. Hier haben wir einen Skink zu schlagen. Gut, dass wir Tackle haben. Der ist gewandt. Wir bleiben stehen. Okay. Und der Frank kann den Waldträger blitzen. Und auch der hat Tackle. Okay. So, hier können wir neben den Ball und hier noch ein extra Unterstützungs... Das ist wieder ein Einser. Hat hier jemand Guard? Ja, das ist schlecht. Für uns zumindest. Wir holen uns hier nochmal eine Unterstützung hin. Und dann hauen wir mit dem Ilori das den hier aus hoffentlich von dem Ball weg. Wiederholungswurf. Ah, okay, Doppel-1, das war schlecht. Mies, mies. Nicht gut gelaufen. Mein Quietschestuhl findet das auch nicht gut. Abrollen. Ja, für Agility-Spieler immer eine gute Wahl. Okay. Da kommt der erste Wiederholungswurf. Aber gegen zwei Tackle-Zonen aufheben, ich weiß ja nicht. Das war schon risky. So, hier aufstehen. Der Koali haut den mal. Und bleiben. Jawohl, schon der zweite Verletzte heute durch Koali. Und das auch nach einer Agility 4. Es ging. Sehr gut, dass der weg ist. Der bleibt in der K.O.-Box. So, der Frank haut den. Schiebt ihn weg. Bleibt aber trotzdem stehen. So, hier haben wir leider einen Unterstützer drin. Schauen wir mal, ob wir den wegkriegen. Doppel-1. Und wir folgen. So. Plastiklöffel ausweichen ist jetzt hier relativ schwierig. Mischka kann das trotzdem mal machen. Ein Blitz gegen den hier. Wegschieben ist okay. Und dann könnte er sich den Ball holen. So. Haben wir hier noch einen Skink zu hauen. Folgen. Und auch der ist vom Feld. Und der Blood Scorpion übernimmt den Skink. Der hat leider keinen Tackle. Er wird ihn jetzt so vor sich her treiben. So, haben wir noch einen Blitz, den wir machen können. Ich würde sagen, wir machen den mit dem Koriminus, den Blitz. Ah ne, wir haben schon geblitzt. Okay, dann bleiben wir hier so stehen. Die sind hier ganz gut eingepfercht, es sei denn einer von der Tackle durchbrechen. Das ist eigentlich immer ein ziemlich guter Skill für Sauruskrieger. Hier, ne, ja, Tackle durchbrechen. Würde ich immer nehmen. Auch mit Schwarzorks kann man den gut nehmen. Wenn man ihn denn erwürfelt. Autsch. Ja. Schieben.
smells weakness. Gelähmt. Okay. Wir versuchen wieder plus 1 Stärke, plus 1 Stärke. Gehen mal hier rum. Und dann versuchen wir den Typen mit Guard mal zu entfernen hier, mit der Klaue. Folgen. Leider nicht. Der Eloridas haut dann den hier. Abwehren. So, jetzt haben wir unseren Ballträger zumindest mal frei. Und der Frank kann noch einen Skink hauen. Ja, sieht gut aus. Der ist gewandt. Folgen. Jo, nächster Casualty. Der war auch schon überladen mit Sonderfähigkeiten, der Skink. Mischka läuft mal nach vorne. Manu folgt. Einmal aufstehen, Plastiklöffel. Den können wir auch nochmal versuchen einzufangen hier. So, dann haben wir jetzt noch diesen Skink. Hier mit dem Blattskorpion. Der geht auch zu Boden. Und ist K.O. Perfekt. Ist der Beweglichkeit 10 Skink. Okay. Alles beendet bei uns. Blattskorpion steht ein bisschen scheiße am Feldrand, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Da kommt ein Verzweiflungsblitz. Dessen wird negativ sein. Wir nehmen das Schieben natürlich. Was hatte der denn hier? Doppel 1. Blocken, alles klar. Ich wollte den nochmal gucken. Kleinwüchsig. Fangen. Okay. Macht Sinn. So. Frank, einmal bitte hier den hauen. Der muss weg. Der hat keinen Block. Der ist gelähmt. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann läuft der mal hier hin. Blattskorpion nach hier. Haben wir hier die Möglichkeit. Der ist der mit Guard. Der muss weg, der nervt. Bleiben. Immer noch keine Casualty. Schieben. Ist er gelähmt. So, einmal nach hier vorne mit dem Manu. Und der Mischka wird jetzt den Pass versuchen. Läuft. Und Zug beenden. Und der Blitz gegen Koali. Immerhin schon zwei Casualties gemacht. Ah, keine guten Blockwürfel hier auf Seiten der Echsenmenschen. Und wieder nichts Gutes. Ah, wir können damit ganz gut leben. So.
Hier haben wir wieder die Möglichkeit, den Guard-Typen zu vermöbeln. Mit einem Wiederholungswurf. Leider nur schieben. Folgen. Gehen wir hier hin und der Koali haut den nochmal. Und da geht er zu Boden. Da geht er down. Folgen. Alles klar. So, mit dem Skink hier ist er nicht aufgestanden eben. Interessante Entscheidung. Blood Scorpion möchte nicht. Ach, der war ja auch gelähmt. Der konnte gar nicht aufstehen. Wir machen den Touchdown. Mit dem Manu. Ehe da noch irgendwas schief geht. So. Ja, unsere defensive Aufstellung hier ist jetzt natürlich ein bisschen durcheinander gewürfelt. Dadurch, dass der Beru K.O. ist und anscheinend auch nicht wieder aufs Spielfeld zurückkommt. So, der Lord, das steht noch weiter vorne. Alles klar, läuft. Na? Entscheidet sich nochmal um. Und boom! Ja. Ich finde X-Menschen selber nicht so berauschend als Team. Hat mir nie richtig, ich hab's ein paar Mal versucht zu zocken, irgendwie nicht richtig Spaß gemacht. Die Aufstiegsmöglichkeiten von den Saurus-Kriegern sind halt auch ziemlich begrenzt. Die kriegen sonst schwer nur Touchdowns hin. Sind halt auf ihre Casualties angewiesen. Und dann, selbst dann brauchen sie schon zwei Aufstiege, um halbwegs vernünftige Skills zu kriegen. Der erste ist eigentlich immer Block. Und die Skinks, die haben es dann halt relativ schnell, Starspielerpunkte. Aber die sind halt auch super fix tot. Oder schwer verletzt. Okay. Erstmal wieder aufstehen. So, hier haben wir jemanden mit Klaue und Tackle. Ich glaube, da ist der Skink hier ziemlich kaputt. Naja, K.O. So. So. Der will nicht. Ah, nein, dafür will ich keinen Wiederholungswurf ausgeben. Hier haben wir noch einen einzigen Block, den wir machen. Hoffen, dass wir da noch was reißen. Nee. Und dann beenden wir auch diesen Zug und die Halbzeit. Wir führen 1-0. Wir haben drei Spieler bei ihm in der Casualty-Box. Läuft. So. Preak nach vorne. Kuriminus nach vorne.
Wie sieht's hier aus? Bugfish ist auch wieder auf dem Spielfeld. Sehr gut. Plastiklöffel auch. Wo ist der Mischka? Der muss nach hinten. So, hier hin. Das ist eine sehr eigenartige Aufstellung hier. Ich denke, da wird sich nochmal was ändern. Tun wir den Blood Scorpion in die Mitte. So, haben wir den Lesrak auf außen. Den hätte ich gerne auf der anderen Seite außen. Und dann speichern wir das Ganze. Und erwarten den Kickoff. Blitz. Okay, er darf blitzen. Schauen wir mal, was er da macht. Geht auf die linke Seite rüber. Hier wird der Lesrak zugestellt. Und ein Skink umrundet schon meine Reihen. Okay, hier rechts wird auch zugemacht. Und zwei Go-For-Its. Durch Töckelzone und bei Schnee. Also ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Muss man nicht unbedingt machen. So, hier einmal Blood Scorpion. Oh, da war nur ein Einser. Da ist schon wieder dieser komische Guard-Typ unterwegs. Ja, da steht er wieder. Kein Block. Block gegen Block. Den wiederholen wir. Abwehren. Jawohl, sehr schön. Haben sich die Klauen noch mal gelohnt. So, hier wollen wir den einmal kurz hauen. Sehr schön. Ah, der ist gewandt, okay. Ja, da wollten wir ihn eh haben. Und ein Casualty für den Eloridas. Perfekt. Seht ihr, das meine ich, wenn es dann ein Prügelteam halt mal gibt, dann sieht das ganz schnell finster aus für die Skinks. So, wen nehmen wir denn hier? Den Coriminus oder den Preak? Ich glaube, ich mache erstmal dem Coriminus hier mal den Weg frei. Da schön neben den Lesrak schieben. Okay. Und dann ziehen wir mal mit Mischka ein Stück nach vorne. Er macht hier mal ein bisschen zu. Und Bugfish holt sich den Ball. Extra Arme sind immer nützlich. Pass, ein schneller Pass auf den Mischka. Und dieses Mal klappt es wieder. Und wir beenden den Zug. Jetzt hier zwei Skinks, die in Angriffsreichweite sind. Drei, sogar wenn der hier noch durchkommt. Aber da ist immerhin beim Tentakel-Blatt-Skorpion. Das ist das, was ich versuchen würde. Aber der Computer hat da wohl andere Pläne. Kommt der Blitz gegen Koali. Und der ist gelähmt. Auch der Samo ist gelähmt. Okay. Hier machen wir direkt mal weiter. Wollen wir uns ein bisschen rächen. Und da ist der nächste Verletzte. Sehr gut, Lesrak. Und auch hier haben wir von den Klauen profitiert. Sonst wäre die Rüstung da
im Weg gewesen. So. Haben wir hier noch jemanden mit Tackle in der Gegend? Leider nicht. Leider nicht. So, dann gehen wir auf jeden Fall schon mal mit Backfisch nach vorne. Hier wird einmal geboxt. Folgen. Und auch der Saurus-Krieger kriegt einen auf den Sack, hoffentlich. Ach, schade. So, wir haben hier keinen mit Tackle. Das ist schlecht. Wir versuchen trotzdem mal hier den Skink aus dem Weg zu schaffen. Ja, das scheint zu klappen. Der ist gewandt. Folgen. Okay. Plastiklöffel einmal nach hier. Und dann werde ich den Pass mit dem Mischka wieder machen. Läuft. Und hier haben wir noch einen Skink, den wir schlagen können. Der Loridas hat Tackle und wir folgen. Da ist er gelähmt. Alles klar. Und wir beenden den Zug. Die Skinks kommen jetzt alle rüber. Die sollten aber nicht das Problem sein, obwohl wir haben hier relativ wenig Tackle auf der Seite. Das Tackle steht hier, beziehungsweise liegt hier links auf der Seite. Aua, aua, der arme Frank. Ja. Wen haben wir denn hier eigentlich noch draußen? Da hätten wir mal den Manu eingewechselt, wa? Der hat nämlich Tackle. Ja, Bewegung 9 und abrollen. Läuft. Dafür hat er auch nur Stärke 2. Und Rüstung 7 und kleinwüchsig. Naja. So. Fangen wir nochmal so an. Den schieben wir erstmal weg. Der ist gewandt. Will sogar dahin, wo ich auch hin will. Perfekt. Dann hauen wir den. Mit dem Lessrack. Wir bleiben stehen. Und der Lessrack entfernt den nächsten aus dem Spiel. So, er hat noch bestimmt noch ein bisschen was über zum Laufen. Ja, ein Feld kann er noch weiter. So, einmal hier an den Skink heran. So, hier auch nochmal rein. So, aufstehen. Ist das der mit dem... Nee, leider nicht. Der ist das mit dem Guard hier hinten, ne? Ja. Nach hier vorne. Samu kann nach dem Aufstehen nur noch ein Feld sich bewegen. Ali kann hier auch hier rüber. So, und dann versuchen wir mit dem Blattskorpion hier mal zu hauen. Kein Wiederholungswurf. Das ist es mir nicht wert. Und wir beenden den Zug. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen risky. Aber im Normalfall sollte hier nichts passieren. Okay, der schiebt den... Hierhin, ja. Okay, jetzt kann er den schieben. Macht er aber nicht. Ich habe das jetzt versucht, den hier aus dem Feld zu schieben. Aber gut, wer nicht will, der hat schon. Gucken wir mal, ob der Lessrack noch weiter gut in Form ist. Leider nicht. Kuriminus! Komm hier, Knochenbrecher gegen den Skink.
läuft. Ein bisschen weiter nach vorne. Ne. Scheiße. Oh, go for it. Klappt, ganz klar. So, der Preak haut hier den Kleinen. Und folgt ihm. Alles klar. Hier haben wir noch einen Saurus-Krieger zum Schlagen. Und noch einen Saurus-Krieger zum Schlagen. Und den kriegt er auch. Der ist gewandt. Wir folgen ihm. Bin ich mit dem Samu nach vorne? Ich glaube schon. Zug beenden. Die verletzten Box von den nächsten Menschen sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Ja, wenn er jetzt hier nichts macht, ist der gleich in den Zuschauern. Hier ist ein Blitz. Ein Einserblock. Keine Ahnung, was ihm das bringt. So. Erste, was wir hier machen, ist erstmal den Skink wieder hauen. Und wir bleiben. Und dann schubsen wir den hier mal raus. Ab zu den Zuschauer. Und der ist K.O. Weg mit dir! So. Folgen. Nee, wir hauen zuerst mit dem Blattskorpion zu. Okay. Funktioniert nicht, das, was ich wollte. Gucken, ob der Elori das was besser kann. Ja, kann er. Sehr schön, gelähmt. Quali einmal hier hauen. Ich bleibe dabei. Ich zwei Casualties schon für Quali. Und ein Knockdown. Knockdown? Na, Knockdown. Knockdown ist auch lustig. So, mal hier unterstützen. Block. So, und dann kann er hier den nochmal schlagen. Und ihm folgen. Und wir beenden den Zug. Viel passieren wird hier nicht mehr. Der Gegner ist so angeschlagen. Jetzt läuft er hier in die Tackle-Zone rein. Ja, Wiederholungswürfel kommt. Wir schlagen ihn nieder. Alles klar. So, jetzt können wir ihn hier hinten noch einmauern, sodass er nicht mehr rauskommt. Sollte er irgendwann aufstehen. Mit dem Ball einen zurück. So. Und
Gewand! Folgen! Das läuft schon mal. Auch der geht zu Boden. Quali läuft noch mal hier oben. Blattskorpion noch hier. Ah, der will nicht. Nö, das ist mir nicht wert. So, und jetzt machen wir noch einen Foul hier mit Backfisch. Ah, Backfisch wird vom Platz gestellt. Nein! Und das nur für ein gelähmt Ergebnis. Traurig, traurig. Okay, hier kommt der Minusblock. Oh, er hat Glück. Er schiebt ihn sogar aus dem Feld. Und Plastiklöffel ist K.O. Ja, war ein bisschen blöd, den direkt dahin zu stellen. Nö, Apotheker brauchen wir hier nicht. Wo kommt der Ball wieder ins Spiel? Ganz hier hinten. Alles klar. Wir sind auch dran. Folgen. So, was machen wir hier vorne? Wo ist der Mischka? Hier ist der Mischka, alles klar. Gut, als erstes hauen wir den mal. Bleiben stehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, der hat Tackle, der kann die beide ein bisschen unter Kontrolle halten. Okay, zu beenden. Hat man mal gesehen, wie krass Bewegung 10 ist, ne? Also Negativblock. Lässt er sogar. Er hat Block, ich nicht. Noch ein Negativblock. Aber der geht für mich aus. Okay. Letzter Zug. Ich kann hier hinten hin. Da muss ich auch schon passen, ne? Und der kommt mit zwei Go for it nach vorne. Harte Sache. Ich hau den erstmal hier. Nicht, dass da gleich noch ein Touchdown vom Gegner kommt. So, aufstehen. Ball holen. Ein kurzer Pass. Oh, fangen. Okay. Ball übergeben. Einmal hauen. So, hier zwei Go for it auf die drei diesmal. Ja, natürlich. Schade, schade, schade. Und auch noch gelähmt.
Naja gut, gewinnen wir 1-0 gegen Ex-Menschen. Was anderes wird da jetzt nicht mehr passieren. Ja, ist recht so nicht. Aber er holt sich noch den Ball. Alles klar. Witzige Szenen nochmal am Ende des Spiels. Und ja, wir haben wieder hier, wiederholen das mal hier den Gewinn. Alles klar, ein bisschen mehr Geld kann nie schaden. Bei uns hat der Blood Scorpion den Spieler des Spiels gemacht und müsste eigentlich dadurch einen Aufstieg gekriegt haben. Jetzt schauen wir mal nach. Spielerliste. Ja, da ist er. Und jetzt gib mir einen Pasch. Nee. Nur eine 7. Stärke und Mutation können wir nehmen. Zerquetschen. Mehrfach Block standfest Tackle durchbrechen. Brauchen wir irgendwie alles nicht so richtig. Der Klammerschwanz wäre eine Möglichkeit. Unterstützen brauche ich eigentlich auch relativ selten mit dem. Zerquetschen würde ihm einfach noch extra... Weil dann steht er nachher nicht auf und dann haben wir ein Problem. Nee, das Mehrfachblock ist auch nicht so geil. Ich glaube, ich nehme den Klammerschwanz. Für den Blood Scorpion. Da hinten ist er. Ganz schön widerlich. Blood Scorpion, einen Schönheitswettbewerb gewinnst du damit nicht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Erfahren euer Quali. Tschüss.